Ho, 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 der Weihnachtsmann meldet sich zurück. So wie einmal im Jahr muss ich hier dieses Ballerspiel Brick Force zocken. Der Schilling hat mir das gesagt als kleine Überraschung für seine ganzen Abo-Enten, nennt er sie, und Clan-Mitglieder. Er erzählt teils seltsame Dinge. Es kann auch daran liegen, dass ich heute schon mit meinen Weihnachtselfen einen Punsch trinken war. Oder zwei, oder vielleicht auch drei. Oh, ich bin hier hinuntergefallen. Das war vorhin auch schon so, als ich die Treppe hinauflaufen wollte. Der Weihnachtsmann ist schon ein alter Sack. Doch ich habe mir für dieses Jahr etwas einfallen lassen. Denn ich werde, sind wir mal ganz ehrlich, der Weihnachtsmann wird nicht jünger. Und das ist nicht schön. Ich sehe rund um mich herum meine Weihnachtselfen. Jahr für Jahr packen sie die Geschenke ein und ich nutze sie eigentlich nur aus. Doch ich dachte mir, diese hübschen Weihnachtselfen, die kann ich auch irgendwie anders nutzen. Und jetzt gibt es ja diese, Schilling nennt das immer, Fre2Play-Games oder Games spricht man das, glaube ich, aus. Und da hat er gemeint, die muss man nicht mal im Geschäft kaufen. Die lädt man sich einfach hinunter. Das benötigt ein bisschen Download-Speed, aber T-Mobile drosselt ja sowieso nicht, habe ich gehört, denn da war ich mit meinem Zauberstab dabei. Ich habe ihnen gedroht, dass sie ansonsten in mein goldenes Büchlein hineinkommen, und zwar in die Liste der schwarzen Schafe. Ha, schwarze Schafe, obwohl ihre Farbe ein patentiertes lila-rosa ist. Der Weihnachtsmann läuft wieder zu Hochtouren auf. Genau, und da habe ich mir gedacht, ich schenke dieses Jahr einfach diese Fre2Play Games. Denn ich habe keine Arbeit, das muss man sich einfach durchrechnen. Hier, du bekommst dein Fre2Play Game, hier Brickforce, 10.000 Tokens. Du bekommst dein Fre2Play Game. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, TUS. Ich kann deinen Namen nicht lesen, wenn du so herumfliegst und springst. Der Backfisch ist auch dabei, passt natürlich, denn kurz vor der Bescherung muss man auch etwas essen und da passt ein Backfisch natürlich ganz gut. Ja, und das ist wirklich eine geniale Idee, muss ich sagen, die mir da kam. Denn so habe ich jetzt viel mehr Zeit für meine Weihnachtsengel. Und die werde ich nicht nur irgendwie befriedigen, wäre jetzt ein falsches Wort, aber ich sage es trotzdem. Sondern ich werde sie so richtig beglücken. Die bekommen sogar frei. Wir haben zwar alle hier in Weihnachten, in der Weihnachtszeit, während Weihnachten, eigentlich nur einen Tag im Jahr was zu tun. 364 Tage liege ich auf der faulen Haut und spiele Fre2Play Games, denn der Schilling hat mir im letzten Jahr dieses Brick Force gezeigt. Oder kann man auch Brick Force nennen, wie es manche tun. Und ich hatte richtig Spaß damit. Man muss verstehen, der Weihnachtsmann ist natürlich, das darf man jetzt bitte nicht, das ist hier keine Waffe, sondern das ist lediglich im Prinzip, kann man so sagen, wie soll ich das beschreiben, so dass es auch jeder versteht, denn das ist sehr kompliziert. Das sind keine echten Waffen. Kai1435, der hat eine echte Waffe und der hat jetzt den Weihnachtsmann umgebracht. Und wer den Weihnachtsmann umbringt, naja, das ist dann nicht so toll. Das heißt, der muss jetzt mal auf die Liste vom Christkind kommen. Das Christkind ist hier bei mir dabei. Christkind, hast du Kai aufgeschrieben? Kai habe ich aufgeschrieben. Okay, alles klar. Ja gut, der Kai bekommt dann nämlich keine Tokens. Und auch keine von diesen Fre2Play Games. Dem müsste ich vielleicht friedliche Spiele schenken. Also ich kenne da gibt es ja die Sims oder Barbies Reiterhof oder Barbies Reiterhof 2. Dann gibt es noch Barbies Reiterhof Spaß in der Pferdeschule und all solche Sachen. Das sind schöne Spiele. Das sind nicht diese Ballerspiele, wo dann die Amokläufer entstehen. Nein, das sind schöne Spiele. Und nochmal zum Thema zurück. Oh, Wien. Rufzeichen, Rufzeichen. Was hat das zu bedeuten?
Master Cut Bomb, Christ Mass. Das sind jetzt diverse Zahlen. Da kann man, die trage ich mir dann in meine Weihnachtsliste ein und sehe, okay, Mr. Fresh will einmal 8 Tokens und 11 Schläge auf den Hinterkopf. Das sind immer so Dinge, die fallen mir spontan ein. Wie gesagt, ich war heute schon am Weihnachtsmarkt, habe dort ein bisschen getrunken. Aber das muss ja auch mal sein. So, jetzt kann man hier verschiedene Maps auswählen. Und ich suche jetzt irgendetwas Weihnachtliches aus, denn ich muss ja hier so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Immerhin bin ich der Weihnachtsmann, dieses ganze Merry Christmas, ho, ho, ho. Also normalerweise rede ich ja gar nicht so, aber das geht mir schon sowas auf die Nüsse, so richtig. Jahr für Jahr derselbe Müll. Jetzt finde ich diese Weihnachtsmaps leider nicht. Die sollten aber gleich kommen. So, hier kann ich jetzt eine Weihnachtsmap spielen, wie zum Beispiel Xmas V2 von Winnie. Und weil das jetzt eben, ich möchte das erklären, das sind keine echten Waffen, sondern, wie soll ich das sagen, das sind eher Lollis mit einem Aufsatz obendrauf und die verschießen Zuckerbonbons. Genauso kann man sich das vorstellen. Das sind natürlich keine echten Waffen. Der Weihnachtsmann würde sowas nie unterstützen. Ich hoffe, die Weihnachtsengel warten jetzt hier auch ganz gespannt und laufen nicht gleich davon. Den Kai habe ich, wie gesagt, schon auf die Liste aufgeschrieben. Der wird schon sehen, was er davon bekommt. Hier, um das nochmal zu verdeutlichen, diese Waffen schießen nicht wirklich, sondern man streichelt seine, ich nenne es nicht mal Gegner oder Feinde, sondern seine Freunde und Kollegen. Die kann man hier streicheln. Das kann man vergleichen mit einer Massage. Eine schöne Thai-Massage, Ganzkörper inklusive Peeling. Und wenn man da gut ist darin, dann fallen die um. Das bedeutet einfach, die haben die richtige Entspannung getroffen und freuen sich dann so richtig. Das heißt, einen guten Job hat man nur dann gemacht, wenn auch der andere am Boden liegt. Hier, der liegt jetzt schön am Boden, der schläft ein bisschen, der hat sich gefreut. Danke, lieber Weihnachtsmann, die Massage mit deiner Glocke war gut. Da gibt es allerhand Massagen, da gibt es nicht nur die Thai-Massage. Ich habe alles im Angebot, doch diese ist am beliebtesten, denn da schläft man am längsten. Manche machen das auch mit einem Hammer, da gibt es auch die sogenannten Klangmassagen. Man dödelt so richtig auf den Kopf drauf und danach gibt es einen Klang im Kopf. Und zwar hoffentlich einen bösen. So, und der Peaceman 5, den muss ich jetzt auch aufschreiben. Moment, Christkind? Schon erledigt. Okay, hast du gemacht? Gut. Peaceman, denn der hat eigentlich gelogen. Peace heißt ja Frieden und dafür bin ich auch. Eine besinnliche Zeit, ein Miteinander. Und wenn der schon in seinem Namen lügt, das heißt, er nennt sich Peaceman, er möchte Frieden verbreiten und dann sorgt er aber nur für Schlägereien. Das kann nicht gut gehen. Komm her, Peaceman. Jetzt kannst du dir mal deine Belohnung abholen dafür. Peaceman, er liegt schon am Boden. So, der möchte auf meinen Schoß. Na, mein lieber Mammutmann, was hast du dir für dieses Jahr so gewünscht? Eine Thai-Massage? Okay, die hast du bekommen. So, Mafia 13. Der hat mich jetzt auch niedergeknüppelt und auch den muss ich leider auf die Liste aufschreiben, denn jetzt gibt es nämlich auch die Rache. Denn die Mafia, so etwas kann ich nicht unterstützen. Da gibt es die Tokens-Mafia und die, naja, die versuchen das Geld hier, die Tokens in Brick Force, ein bisschen so zu waschen. Da kommt auch ab und zu das Steueramt vorbei. Aber ich komme vom Thema ab. Weihnachten sollte ja eigentlich eine Zeit der Besinnung sein. Kai1435, den hat es sowieso schon erwischt. Der ist schon auf der Liste aufgeschrieben. Überhaupt kein Problem. Also, was macht der Weihnachtsmann sonst so 364 Tage im Jahr? Im Prinzip nichts. Ich esse Kekse, denn ich muss schwerer werden. Ansonsten würden meine Rentiere, denn die trainieren so hart, Jahr für Jahr trainieren die so hart, die würden ansonsten mit dem Schlitten bis zum Mond hinauffliegen. Felix Baumgartner-Style, denn die sind daran gewöhnt, dass ich schon etwas mehr auf den Rippen habe und deshalb muss ich das auch beibehalten. Und noch dazu die Kinder, wenn sich die auf meinen Schoß setzen, so wie der hier, die wollen sich auch ein bisschen so in meine Schwimmreifen hineinkuscheln. Die wollen sagen, bitte lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr sehr brav, doch oft kommt es dann dazu, Schläge auf den Hinterkopf erhöhen,
üblicherweise auch noch dazu das Denkvermögen. Oft kommt es dann dazu, dass ich in mein goldenes Büchlein hineinsehe und dann bemerke, okay, dieser Peaceman 5, der bereitet gar nicht so viel Peace, sondern der pisst eher auf die Leute und zwar so richtig böse. Der schlägt sich hier mit dem Hammer, während ich mit dieser Glocke versuche, ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten, tut der Peaceman eigentlich genau das Gegenteil. Bereit? Fragt der SpongeBob. Fragt er das oder fragt er das? Der Weihnachtsmann ist wie gesagt schon ein bisschen betrunken. Jedenfalls musste er jetzt den Server wechseln, denn dieser Server hat schon ein bisschen gelackt und mit Lack ist das nicht so gut. Ich stehe nicht auf solche Fetischsachen. Und wenn es lackt, dann kann ich hier meine Glocke nicht so gut schwingen. Und es heißt ja immer, Weihnachtsmann, schwing mal dein Ding. Und ich möchte die Kinder natürlich nicht enttäuschen, deshalb schwinge ich jetzt mal mein Ding. Der Peaceman ist auch schon wieder da und diesmal hat er versucht, ein bisschen Besserung einzuleiten und ist in meinem eigenen Team. Das heißt, er kann mir jetzt keine direkte Massage geben, sondern wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und den anderen Leuten hier eine Massage verpassen. Die haben zwar oft nicht so wirklich die Auswahl, die meisten bekommen die All-Inclusive-Thai-Massage direkt am Boden legen. Doch, das stört sie nicht. Ich habe diesmal auch eine Massage bekommen, doch ich bin jetzt nicht sauer oder so, denn auch der Weihnachtsmann, diese Verspannungen im Rücken, obwohl dieses Jahr gar nicht mehr so schlimm, denn ja, ich muss ja nicht mehr die Geschenke selbst austragen. Einerseits gibt es da diese neue Plattform, auf die die Ladies, die Weihnachtselfen so total abfahren. Die heißt irgendwie YOLOLANDO oder so und dort gibt's Schuhe und die Frauen schreien und kreischen plötzlich. Hier ist auch einer, der versucht, den Weihnachtsmann zu faken. Doch das kann er nicht. Noch dazu trägt der einen Lolli in der Hand. Deshalb gibt es einen doppelten KIL. Und ein doppelter KIL ist gut. Aber der hat hier eine Weihnachtsmütze auf. Und Faker, die kann ich gar nicht leiden. Denn wenn der jetzt schimpft, der sagt hier in der Öffentlichkeit, ihr seid alle dumm, ich bin der Weihnachtsmann, ich hasse euch alle, die Geschenke bekommt ihr sowieso nicht. Und so weiter und so fort. Na, dann glauben die Leute das auch. Die schreiben dann plötzlich am nächsten Tag in der Bild-Zeitung, Weihnachtsmann, Schlagzeile, Skandal, Weihnachtsmann sagt, Kinder sind doof. Und das kann ich natürlich nicht dulden lassen, das kann ich nicht durchgehen lassen. Deshalb wurde auch dieses goldene Büchlein erfunden. Dort steht drin, wer war artig, wer war brav, wer hat immer seine Suppe zusammengegessen, wer hat nie gesagt, nein Oma, ich mag keine Suppe mehr, bitte gib mir nicht noch den 10. Teller, ich hab doch schon keinen Hunger mehr. Nein, wer hat immer seine Suppe zusammengegessen, wer war immer täglich 2 Stunden Piano spielen und wer hat Flöte gelernt. Und wer ist in den Fußballverein gegangen, obwohl er es gar nicht wollte und nur weil sein Vater gesagt hat, mein Sohn, du musst Fußball spielen. Bitte gehe in den Verein und schieße ganz viele Tore. Dieser Faker schon wieder, der Weihnachtsmann-Faker. Und das kann ich nicht zulassen. Der hat jetzt ein bisschen geweint. Ich muss mir jetzt auch Hilfe von meinen eigenen Weihnachtselfen holen, denn die Elfen helfen. Und wenn die Elfen helfen, dann fällt mir jetzt kein Reim ein. Aber wir haben uns nun beide am Boden gelegt. Das möchte ich jetzt nicht weiter erläutern, was das eigentlich ist. Das kann vielleicht die Frau Professor oder der Herr Professor dann erzählen, wie man das so macht. Der mit seinem Lolli fuchtelt immer in meinem Gesicht herum. Da sind so viele Leute, die einen Lolli wollen und er geht zum Weihnachtsmann. Doch der Weihnachtsmann, der darf nicht so viel naschen. Der muss zwar viel essen, dass er groß und stark wird, um diese ganzen Geschenke austragen zu können, obwohl ich bin vergesslich. Ich habe vergessen, ich muss ja nie wieder wegen diesen glücklichen Fre 2 Ply Games, muss ich nie wieder Geschenke austragen gehen. Aber ich muss mich mal kurz konzentrieren, dass ich diese 2 Leute auch ordentlich massieren kann. Denn nur wer sich konzentriert, der auch richtig gut massiert. Und wer die Massen massiert, ja, der kann sich hier integriert. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen, denn ich besteige jetzt etwas und das mache ich nicht nur hier bei diesem Baum, das war vorhin mit den Weihnachtselfen, das darf ich eigentlich hier gar nicht sagen. Deshalb entschuldige ich mich dafür und wechsle sofort natürlich das Thema. So, hier bin ich nämlich jetzt am Weihnachtsbaum
und der Weihnachtsmann am Weihnachtsbaum, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Und die Faust aufs Auge, die passt auch zusammen, denn ich muss hier jetzt runterspringen. Hallo Kinder, hier mein Weihrauch, meine Weihnachtsglocke, fröhliche Weihnachten, ich liebe euch alle. Oh, geht mir dieses Fest auf den Sack, fröhliche Weihnachten. Jetzt muss ich hier direkt, Moment, den. Ayamacha, Tiamata. Jetzt ist der Weihnachtsmann gestorben. Normalerweise funktioniert das irgendwie anders. Wenn ich aus dem Schlitten falle, fängt mich immer eine schöne Weihnachtselfe mit Doppel-D auf. Irgendwie ist das in dieser virtuellen Welt von Brickforce nicht so, aber das zeigt ja natürlich wieder nur, dass das alles nur gespielt ist. Das ist hier nicht echt, wir schlagen hier nicht, das tut ihm nicht weh, auch wenn er hier weint und sein Kopf so seltsame Grimassen macht, das tut ihm nicht weh, das ist alles schön, das ist alles Schnee, das hat sich nur gereimt und keinen Sinn gemacht. Doch hoffentlich hat jemand gelacht, auch wenn das ziemlich stupide ist, aber so ist das Leben, der Weihnachtsmann, er kann nun mal nicht anders. Jetzt muss ich mir hier noch jemanden suchen, zum Ausklang, denn es ist leider schon, Moment, ich muss mal kurz das Christkind fragen. Christkind, irgendwie gehe ich die ganze Zeit auf diesen Weihnachtsmann-Faker hin, doch dieser Faker oder Faker heißt das auch, die gefallen mir nicht so gut, denn die Gründe habe ich ja schon erläutert. Also, wie spät ist es, Christkind? Gleich Mitternacht. Okay, ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, denn ich muss wirklich jede freie Minute jetzt nutzen. Ich möchte ja auch diese Frezweiplei-Games ein bisschen spielen. Nicht, dass ich meinen Schützlingen, meinen Kindern, die wirklich brav und artig waren, dass ich denen hier doofe Spiele schenke oder eben ich schenke sie ihnen ja gar nicht, die sind ja kostenlos, aber das schnallen die nie. Nämlich, genau, ich möchte nicht, dass sie dann irgendeinen Mist wie Hello Kitty Online spielen. Das sind ja diese Spiele, die die Medien gerne hätten, dass wir alle spielen. Hello Kitty Online und Barbies Reiterhof 1, 2, 3 und Barbies lustige Traumwelt und solche Sachen. Das wollen die Eltern, dass wir spielen. Doch leider gibt es noch andere schöne Spiele, die man besonders auch zur Weihnachtszeit spielen kann. Ich kann hier tanzen mit dem, das macht sehr viel Spaß. Die Musik im Hintergrund, die Schneeflocken fliegen durch die Gegend. Was Schöneres gibt es ja nicht. Das ist der tiefere Sinn von Weihnachten. Vier gegen einen, so gehört sich das. Da lernt man schon in den frühen Kinderjahren, er hat sich trotzdem durchsetzen können und genau das möchte ich als Weihnachtsmann in meiner Position den Kindern mit auf den Weg geben. 5 gegen 1, man darf sich nicht erdrücken lassen, der hat trotzdem seinen Zauberstab rausgeholt. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das war wirklich nur ein Zauberstab und kein Synonym für etwaige andere Teile, sondern wie gesagt, nur der Zauberstab, der hat ordentlich ausgeholt damit und zack, eins über die Rübe und schon war der Faker Geschichte. Jetzt sind es wieder 4 gegen einen, doch diesmal andersrum und ich setze mich durch. Er ist noch zu Boden gegangen, die Massage ist geglückt und er kann voller Freude wieder durchstarten ins neue Jahr mit dem Weihnachtsmann. Ich hoffe auch, dass ganz viele Leute Weihnachtsmann-Unterhosen, Weihnachtsmann-Figuren und Weihnachtsmann keine Ahnung was einkaufen, denn dann gibt es am Ende des Jahres einen WIN und ein Wien ist gut. Denn Wien ist eine schöne Stadt, da schneit es nicht zu Weihnachten, aber ein WIN. Hier in Brickforce im Hintergrund sogar bunte Schneeflocken, da hat man wirklich für alles gesorgt. Diese Leute waren alle sehr brav, der Peaceman konnte sich auch wieder, wie soll ich sagen, entschuldigen und bekommt jetzt auch 1337 Tokens. Hier kann ich noch etwas hineinschreiben, da freuen sich die Leute immer besonders. Wie zum Beispiel, dass jetzt ho 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 und frohe Weihnachten LG der Weihnachtsmann. Klammer auf, bisschen betrunken, aber nicht viel. Klammer zu. Klammer auf, vielleicht doch, Klammer zu. Und die Moral von der Geschichte, wenn der Schilling spricht und sich als Weihnachtsmann verkleidet und jegliche sinnvolle Kommentare meidet, dann sollte man aufpassen und am besten sofort dieses Video hier verlassen und die Weihnachtszeit genießen.
Es sollte kein Blut fließen, das tut es ja auch in Brickforce nicht. Das sind nur liebe Schläge ins Gesicht. Schon langsam kann ich nicht mehr weiter reimen. Und das kann ich jetzt wirklich nicht mehr, denn mir fällt nichts mehr ein. Ich habe jetzt sehr lange, sehr doof geredet. Als Weihnachtsmann verkleidet hier. Der Bart ist nicht echt. Entschuldigung, dass ich jetzt hier diese Seifenblase zerplatzen lasse. Der Bart ist nicht... Okay, er ist echt. Er ist echt. Er ist echt. Darf ich klaren? Will mit dir spielen? Der bekommt leider keine Tokens. Ich will mit dir spielen? Bitte. Der hat in der Schule nicht so gut aufgepasst und anhand diesen Kriterien, ich habe sehr viele Kriterien, wo ich bewerte, wer bekommt Tokens und wer nicht. Und da sehe ich, dass jetzt zum Beispiel auch diese Runde beginnt. Leider wurde der Weihnachtsmann aus dem Raum gekickt, doch das kann ja mal passieren. Der Chat ist am 23., 24. Dezember einfach ein Wahnsinn. Jeder möchte noch seine... Okay, ich höre jetzt auf, so viel Blödsinn zu labern. Das war's. Dumme Videos wie dieses hier sind einfach so ein kleines Dankeschön für alles, für jeden Kommentar, auch wenn mal die Rechtschreibung nicht stimmt. Waren wir nicht alle mal jung und haben nicht gut in der Schule aufgepasst? Zumindest die, die nichts zu Weihnachten bekommen haben. Für jeden Kommentar, für jede Map-Vorstellung oder eher für jeden Map-Vorschlag, für jedes dies, das und auch jede Ananas, für und an den ganzen Clan, mit dem ich hier immer und oft zocke in letzter Zeit, eher stalken sehr viele Leute rein, wie zum Beispiel der gefakte Weihnachtsmann und so weiter. Aber Weihnachten, einfach mal Danke sagen und der passendste Satz hier am Ende, JIG schreibt, Schilling lutscht meine Eier gerade, da hat er natürlich recht. Die sind doof. Das ist doch alles echt hier. Das ist alles echt. Und dann geht's einfach beim nächsten Mal weiter mit seinem anderen Video.